Heute befinde ich mich am Philips-Stand. Hier im Philips-Stand gibt es nicht nur Haushaltsgeräte und Kaffeemaschinen bzw. 3D-Fernseher, sondern auch Unterhaltungselektronik. Neben mir, wie heißt Christopher. Du? Christopher von Philips, der stellt mir jetzt den neuen Snowboarder-Kopfhörer vor. Was ist denn daran so besonders? Das Besondere ist, der besteht halt aus einem Polycarbonat, was extrem flexibel ist. Das ist, Sie sehen, das kann man enorm biegen. Also okay. Das gab es vorher noch nicht. Weil das ist in Kooperation mit Unir, also mit der Modemarke, entstanden. Die haben gesagt, wir brauchen was Toughes, wir brauchen was Robustes für unsere Profisportler. Die sind immer auch im Schnee, die sind auf den Bergen, die sind am Strand. Das muss halten. Okay, perfekt. Und die sind trotzdem dabei sehr leicht. Kannst du mir mal in Hand nehmen? Das kriegt ja gar nichts. Der ist super leicht. Das ist perfekt, perfekt. Und der hat halt auch verstärkte Anschlüsse, weil ganz oft hat man hier unten einen Kabelbruch, dann hat man, ist der Kopfhörer eigentlich kaputt, obwohl eigentlich nur das kleine Stück kaputt ist. Okay. Und der hat halt auch ein verstärktes Kabel, was echt super stabil ist. Das reißt eigentlich fast gar nicht. Gibt es die jetzt schon auf dem Markt oder werden die jetzt gerade erst neu eingeführt? Die gibt es ab sofort quasi. Okay, also ab. Also die werden jetzt hier vorgestellt. Mhm. Online kann man sie schon bestellen, bei Amazon, bei Philips auf der Homepage. Man kann aber auch nächste Preislich? Woche... Preislich? Wie schaut es da die aus? Die liegen bei 99 Euro. Okay. Wir haben aber auch noch drei andere Modelle, die sind ein bisschen günstiger. Sind die kleinen hier, oder? Genau, die sind ein bisschen kleiner. Okay. Die kann man halt dann auch, da kann man diese Ohrmuscheln drehen, dann kann man die flach in der Tasche packen. Oder okay. Viele mögen keine Bügelkopfhörer, dafür haben wir dann auch diese klassischen, die kleinen, die man sich einfach nur in die Ohren steckt. Mhm. Okay, perfekt. Genau. Und was gibt es dann hier? Ich sehe. Und hier haben wir halt ein kleines Spiel, da kann man dann einfach mal probieren, wie es ist, wenn man die Kopfhörer auf hat. Okay. Dass man dabei, also einfach zum Spaß halt auch. Na dann probiere ich das jetzt mal. Ja, klar. Der Sound ist ja auch schon mal perfekt. Genau, einfach draufklicken. Gib mal kurz den Player. Genau, das ist auch noch so eine Sache, die isolieren sehr gut. Ja, also man hört sich definitiv gar nichts. Man kann sich super auf den Klang konzentrieren. Das ist sehr wackelig. Ja, genau. Es geht. Sehr wackelig hier, ja. Aber es geht. Und einfach nach vorne und nach hinten lehnen. Okay. Vorsicht, Vorsicht. Naja. Das war jetzt ein Beinbruch. Okay. Ja. Also perfekt. Einfach, aber es macht auf jeden Fall Spaß und hält die härtesten Bedingungen aus. Perfekt. Also an jedes Moos für jeden Sportfreak. Also ich bin sehr angetan davon, ich glaube. Sehr weich. Ihr habt's bald. Ja, also sie sind echt perfekt. Perfekt, super. Dann bedanke ich mich bei dir. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Danke. Und viel Spaß noch. Viel Spaß auch noch. Danke. Das war's von mir und morgen melde ich mich vom BIM X Contest.